Entschuldigen Sie bitte, ich bin gerade vom Geschäftle, sage ich, von der Schule gekommen. Sie wissen doch, das ist auch ein Unternehmen, gell? Da muss man halt auch ein bisschen Überstunden machen und so, wenn man was erreichen will. Oh, okay, ich setze mich schon an. Ja, ich bin's wieder, ja. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, mein Gesichtle doch zum Zeigen. Sonst wird das ja nie was mit der Partnersuche, also mit der Findung. Deswegen an der Stelle wäre ich mein Herzblatt. Was mir wichtig ist, sag mal die Haare. Jetzt habe ich wegen Abitur, meine Brille ist mir schmiert, habe ich putzt und meine Haare auch bürstet. Was ich sonst normalerweise auch immer deswegen, achso, ich kann auch Hochdeutsch schwätzen, das klingt dann ungefähr so, ja, und was wollte ich an der Stelle noch sagen? Ja, meine Hobbys, das sind Interpretationen. Dazu, also da habe ich auch was mitgebracht heute, und zwar mein Elefant. Mit denen drehe ich ab und zu auch so Privatvideos, das nennt man Blog-Vlog. Also gerne reingucken, gell? Da habe ich so eine Playlist, das ist meine, deine, unsere oder so Lehrerin, gell? Jeder hatte mal eine Lehrerin, deswegen wurde es so genannt. Genau, die Elefante Hani. Und sonst habe ich noch jemand mitgebracht. Das ist nämlich die Francesca. Die wollt heute, du wolltest auch noch was sagen, oder? Ja? Oh, entschuldigen Sie, Momentle. Sie hat gerade geflüstert. Das habe Sie nicht gehört, aber ich habe es gehört. Ja, sagt mal noch mal, Francesca. Ah, ja, genau. Sie ist heute ein bisschen schüchtern, kann aber doch schwätzen. Jetzt hat sie mir was gesagt, das muss ich jetzt nicht laut sagen, aber sie sagt es jetzt einfach nochmal. Das machst du, gell? Da traust du dich. Ja, also, es geht tatsächlich mal wieder Ja, mach schon. Gang. Dreh dich um. Ja, und das ist mir, oh, jetzt rede ich auch schon ein bisschen Schwäbisch. Also, Entschuldigung. Ja, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber bei mir läuft es nämlich jetzt auch hinten raus, Herr Kroko. Deswegen, wir brauchen, also der Opa und ich, wir brauchen unbedingt die Salbe. Also, wie die heißt. Du meintest doch, dass du das jeden Tag irgendwie benutzt und die bei dir hilft. Oder doch nicht? Also, ich meine, wenn du sie jeden Tag benutzt, muss sie ja doch was bringen, oder nicht? So, jetzt ist auch genug. Francesca ist garsch wieder. Ich schmeiß die jetzt einfach mal weg, gell? So, genau, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt habe ich meinen Stift vergessen. Meine Nummer ist, ich habe kein Telefon. Doch, ich habe ein Telefon, stimmt. Aber wo ist er das? Oh, ich habe es in der Schule vergessen. Jetzt muss ich ganz schnell, jetzt pressiert's mich, weil jetzt haben wir, was haben wir eigentlich? Oh mein Gott, heute ist ja Samstag. Heute hat die Schule geschlossen. Mensch.